Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video, und ich habe gerade schon einen kleinen Ausschnitt gespielt aus einer Pentatonik-Übung, die mich schon mein halbes Leben sozusagen begleitet, von Jerry Bergonzi oder angelehnt an Jerry Bergonzi, und diese Pentatonik-Übung soll heute Thema in diesem Video sein. Ja, es geht wieder um eine Übung aus dem kleinen Etüdenheft Saxophone Essentials Volume 2. Ich stelle ja da immer mal wieder in losen Abständen auch so ein, zwei Übungen draus vor, und dieses Etüdenheft ist sozusagen die Zusammenfassung der Übungen, die wir im vergangenen Jahr, also in 2021, im Livestream-Format in der Übebox gespielt haben. Die Übebox ist sozusagen ein offenes Angebot von mir, und alle 2 Wochen oder anders ausgedrückt meistens am 2. und am 4. Samstag im Monat um 15 Uhr mache ich einen kleinen Livestream und stelle verschiedene Übungen vor, und ihr könnt da sozusagen zu Hause live mitspielen und eure Fragen stellen, die ich auch immer gerne beantworte. Und das Übungsheft Saxophone Essentials Volume 2 beinhaltet sozusagen die Übungen dieser Livestreams aus dem Jahr 2021, und da gibt es eine sehr schöne Übung, die ein bisschen inspiriert ist oder sehr inspiriert ist vom Saxophonisten und Pädagogen Jerry Bergonzi. Jerry Bergonzi ist ein sehr bekannter Jazz-Saxophonist und Pädagoge, und er hat in den letzten 15 bis 20 Jahren sehr umfangreiche Saxophonbücher veröffentlicht, also zum Thema Saxophonspielen und hauptsächlich auch in Bezug auf Improvisation. Und diese Werke sind allesamt im Advanced Music Verlag erschienen. Das Buch, auf das ich mich heute beziehe, heißt Saxophone Pentatonics, und war für mich selber jetzt so mit Anfang 20 sozusagen ein sehr großer Gamechanger in meinem Spiel, denn durch dieses Buch hat sich für mich ein komplett neuer Kosmos geöffnet, denn Jerry Bergonzi hat mir da sehr stark auch gezeigt, wie man mit einer simplen Pentatonik wirklich sehr kreative Improvisationen spielen kann und wie man vor allem auch ein sehr modernes, vertikales Spiel- und Improvisationskonzept entwickeln kann. Das klingt jetzt alles sehr hochtrabend und sehr kompliziert vielleicht sogar schon, das möchte ich aber eigentlich gar nicht ausdrücken. Mit diesem Video möchte ich dir einfach ein paar Tipps geben, wie du deine Pentatonik-Skalen, dein pentatonisches Tonmaterial in der Improvisation etwas kreativer anwenden kannst, sodass eben die Linien nicht so gefällig und so normal daherkommen, also dass sie eben nicht immer nur aufwärts und abwärts gespielt werden, sondern durch verschiedene Muster da eine sehr kreative Struktur entsteht. Wie gesagt, die Bücher von Jerry Bergonzi sind allesamt sehr umfangreich, und er ist ein richtig toller Jazzpädagoge, wie ich finde. Vor allem ist es nicht nur jemand, der sich hinstellt und irgendwas erzählt, wo man dann so denkt, okay, gut, und was mache ich jetzt damit? Also er ist auch wirklich jemand, der aus der Praxis kommt, der ist ein fantastischer Saxophonist, komponiert auch unglaublich tolle, kreative Musik und steht mit beiden Beinen auf der Bühne und im Leben und ist für mich ein sehr großer Einfluss und auch ein sehr großes Vorbild. In seinem Buch Pentatonics gibt es am Ende noch so eine CD, wo verschiedene Beispiel-Tracks drauf sind, mit Playlong und Begleitung, wo man dann schön seine Pentatoniken sozusagen ausprobieren kann. Aber es gibt am Ende auch so ein bisschen von ihm das nochmal beispielhaft dargelegt, wie man eben diese Übungen, dieses Tonmaterial, diese verschiedenen Muster an Tonfolgen auch kreativ einsetzen kann. Und da, vor allem in diesen Beispieltracks, wo Jerry Bergonzi eben darüber improvisiert, wird nochmal deutlich, wie musikalisch er das Ganze dann letztlich auch einsetzt. Jerry Bergonzi hat in diesem Pentatonik-Buch auf einer DIN A4-Seite sozusagen eine Matrix im weitesten Sinne dargelegt, wie er Pentatonik begreift. Und diese Matrix oder dieses Muster an Spielmöglichkeiten beinhaltet eben 4 Grundformen der Gestaltung von, ich sag mal, 4 Tongruppen im weitesten Sinne. Und diese 4 Grundformen werden dann nochmal in eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung sozusagen umgewandelt, sodass du insgesamt 8 verschiedene Muster hast. Und von diesen 4 Grundformen oder 8 Mustern habe ich jetzt eine Grundform sozusagen ausgewählt, die ich dir heute vorstellen möchte. Und dieses Grundmuster findest du auf Seite 36 in Saxophone Essentials Volume 2. Ich habe das jetzt aufgeschrieben hier, beispielhaft für Altsaxophone bzw. S-Stimme für die G-Moll-Pentatonik. Die Tenöre spielen entsprechend die C-Moll-Pentatonik. Und wenn wir uns das einmal anschauen, so siehst du hier in der ersten Zeile ist erstmal die G-Moll-Pentatonik aufgeschrieben, so wie wir sie kennen, mit den Tönen G, B, C, D und F, ne? Also hier aufwärts. So, das sind die Töne, die erste, die dritte, die vierte, die fünfte und die siebte Stufe der Mollton. Leider bilden die Mollpentatonik. So, ne, danach wird es nochmal abwärts aufgeschrieben. Und ich sag mal, im Normalfall, wenn man diese Mollpentatonik mit einer Jazzphrasierung spielt, klingt sie eben folgendermaßen, wie es in Takt 4 aufgeschrieben ist, mit Achtelnoten. Das spiele ich dir einmal kurz vor. So, das ist also eine normale, in Anführungszeichen, Mollpentatonik, und meistens, ne, wenn du das in einem Stück spielst, wählst du auch diese Auswahl an Tönen und auch die Richtung, ne, dass es sozusagen wie so eine Art Schrittmelodik aufeinander aufbaut und immer der nächstbenachbarte Ton sozusagen in der Pentatonik dann gespielt wird. Und Jerry Bergonzi geht da einen etwas kreativeren Weg und sagt, okay, wir nehmen 4 Tongruppen und wir spielen nicht immer die nächstmögliche Note, sondern es wird auch mal eine Note ausgelassen nach einem bestimmten Prinzip. Und zwar ist es folgendermaßen, das kannst du dir hier anschauen in Takt 6. Und zwar siehst du in Takt 6 eine Abwärtsbewegung der G-Moll-Pentatonik und es wird in dieser 4-Tongruppe sozusagen erscheint die erste Note und die nächstmögliche Note, der zweite Ton, wird ausgelassen. Also der erste Ton ist G, der zweite Ton wäre eigentlich ein F. Das F lassen wir aber weg. Wir gehen weiter zum D und zum C, was die nächstmöglichen Töne wären. Und dann am Ende des Taktes erscheint die Note, die ausgelassen wurde. Also das F erscheint erst hier am Ende, nicht des Taktes, wie ich eben gesagt habe, sondern am Ende der 4-Tongruppe. Das heißt, wir haben eine 4-Tongruppe in der Abwärtsbewegung. Wir haben die erste Note, also ein Ton, das muss jetzt nicht der Grundton der Mollpentatonik sein, aber wir haben den ersten Ton in der Mollpentatonik, der nächstmögliche wird ausgelassen, dann kommen die 2 nächsten Töne und der ausgelassene Ton, oder den wir ausgelassen haben, erscheint quasi an 4. Stelle in der 4-Tongruppe. So, dann geht es weiter. So, das bedeutet, wir haben, ne, wir fangen an mit dem Grundton, die 7. Stufe wird ausgelassen, dann kommt die 5., die 4. und die ausgelassene 7. Stufe erscheint am Ende der 4-Tongruppe. Dann geht es weiter mit der nächsten 4-Tongruppe und die schließt sich quasi direkt an. Ne? Also wir kommen hier beim F raus und gehen dann einfach die nächste Note, den nächsten Ton in der Mollpentatonik abwärts. Das wäre die 5. Stufe, das D. Und von D aus passiert jetzt genau das gleiche Muster. Ne? Also wir spielen dann von D, der nächste Ton wäre ein C, das wird ausgelassen, also geht es zum B. Dann zum Grundton, zum nächstmöglichen Ton, Grundton G, und dann wird der ausgelassene Ton, das C, am Ende der 4-Tongruppe gespielt. Und so setzt sich diese Linie abwärts fort, ne, bis du natürlich irgendwo ganz unten angekommen bist. Ich habe das jetzt aufgeschrieben in Takt 6, quasi mit dem Grundton beginnend. Ne, und dann siehst du, okay, du kannst es runterspielen bis zum tiefen B, das sind dann sozusagen 1,5 Oktaven, aber du kannst es noch wesentlich weiter spielen oder mit einem wesentlich größeren Ambitus, wenn du eben nicht mit dem Grundton beginnst, sondern mit dem höchsten möglichen Ton dieser Mollpentatonik. Ne? Und wenn wir sagen, okay, wir haben die G-Moll-Pentatonik, was ist die höchste Note auf dem Saxophon in der G-Moll-Pentatonik, habe ich aufgeschrieben in Takt 8, ne? Das ist das F3. Und du siehst, wenn du es von F3 ausspielst, kannst du natürlich wesentlich weiter spielen. Kannst du 3 volle Takte dieses Pentatonikmuster spielen. Und ja, und dieses Muster klingt sehr gut und sehr schlüssig, weil du einerseits, ne, eine Phrasierung hast, die schön gleichmäßig ist, und auch ein konsistentes Muster, was quasi über einen kompletten Tonumfang geführt wird. Und da hat unser Ohr, unser Gehör irgendwas, woran man sich festhalten kann, irgendeine Struktur, und dann finden wir das direkt gut. Neben der Struktur, ne, die hier gegeben ist, vom Wechsel der Töne, ne, 4-Tongruppe, eine Note wird ausgelassen, hast du natürlich auch Möglichkeiten, das rhythmisch zu variieren. Also das heißt, hier gibt es noch eine zusätzliche Komponente. Das heißt, wenn du eine Sache kannst, wenn du das Muster per se verstanden hast, kannst du auch rhythmisch variieren. Und das macht diese Sachen sehr interessant. Ich spiele dir jetzt einmal den Takt 6 und Takt 7 vor. Also das heißt einmal die Abwärtsbewegung vom Grundton und dann einmal die große Abwärtsbewegung, ne? Also dieses Muster einmal über einen kompletten Tonumfang, startend beim höchsten möglichen Ton. In dem Fall ist das F3. Jetzt in einer rhythmischen Variation. Nachfolgend in Takt 12 habe ich das Ganze in der Aufwärtsbewegung aufgeschrieben. Und zwar befolgen wir hier genau das gleiche Muster, identisch. Wir beginnen erstmal mit dem Grundton und dann, ne, Grundton G, dann wird die nächstmögliche Stufe ausgelassen. Das heißt, es geht nicht weiter mit dem B, sondern mit dem C, dann aufs D und dann am Ende der Viertongruppe kommt der ausgelassene Ton B. Dann geht es weiter zum nächstmöglichen Ton C und ab C erfolgt das gleiche Muster. D wird ausgelassen, F wird gespielt, G wird gespielt, dann kommt das D. Und so weiter, aufwärts, ne, bis zum Limit oben, bis zum F3. In Takt 12 einmal aufgeschrieben, startend vom Grundton und in Takt 14 siehst du das Ganze nochmal aufgeschrieben vom tiefsten möglichen Ton der G-Moll-Pentatonik auf dem Saxophon. Nämlich hier starten wir mit dem tiefen B, mit dem kleinen B. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, das ist mir immer ein bisschen schwer gefallen, das Ganze sozusagen vom tiefsten möglichen Ton aus zu spielen. Das finde ich immer ein bisschen schwerer vom Denken her, als wenn man es jetzt vom höchsten Ton spielt. Ich denke sowieso, dass wir eher dazu neigen, Abwärtslinien zu spielen als Aufwärtslinien. Und ja, ich finde es schon ein bisschen anspruchsvoller, das Ganze von unten nach oben zu spielen, aber ne, nichtsdestotrotz, das kann man ja auch üben. Und wie gesagt, ich finde diese Pentatonik-Sachen wirklich sehr kreativ und ja, es sind fantastische Übungen, um ein gutes Improvisationsrepertoire auch aufzubauen. So, ich spiele jetzt einmal den Takt 12 für dich und danach auch ab Takt 14 einmal in der regulären Form, wie es notiert ist, rhythmisch und dann einmal mit rhythmischer Variation. Die Moll-Pentatonik bzw. dieses Grundmuster solltest du im besten Fall auch auswendig lernen. Ich weiß, nur auf den ersten Blick ist es viel Denkarbeit und wenn man das nicht gewohnt ist, mal so eine Note auszulassen bzw. dieses Muster dann konkret umzusetzen, das ist nicht ganz so einfach, muss man ein bisschen üben. Aber auch wenn du es noch nicht auswendig spielen kannst, so kannst du dir einfach, ne, die Noten hier auf deinen Notenständer legen und da so ein bisschen reinspicken und gucken, ne, wie diese Linie nochmal funktioniert. Das ist jetzt auch nichts Verwerfliches, wenn man das noch am Anfang so ein bisschen abspielen muss. Jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Wo kann ich das gut einsetzen? Und ne, Pentatonik müssen wir fast nicht drüber nachdenken. Pentatonik kann man immer sehr gut in einem Blues einsetzen. Zum Beispiel jetzt hier konkret, ne, das beim Altsaxophon die G-Moll-Pentatonik beziehungsweise beim Tenorsaxophon die C-Moll-Pentatonik lässt sich sehr gut in einem Blues in klingend B, klingend B-Flat einsetzen. Zum Beispiel wären das Themen wie Blue Monk, Tenor Madness oder Sunny Moon for Two. Das sind Bluesstücke in klingend B. Ne, da kannst du das sehr gut drüber einsetzen. Und darüber hinaus, wenn du dich weiter mit dem Thema Pentatonik, Blues und überhaupt den Möglichkeiten des Improvisierens auseinandersetzen möchtest, so kann ich dir sehr meinen Online-Kurs Blues Master empfehlen. Da geht es speziell um das Thema Blues, sehr intensiv mit einfachen Bluesstücken, mit komplexeren Bluesstücken und auch mit tollen Solotranskriptionen zum Thema Blues. Und ja, wenn du da Interesse hast und Fragen hast, so schreib mir das gerne in die Kommentare und einen Link Zu dem Blueskurs findest du auch unten in der Videobeschreibung. Darüber hinaus gibt es noch zwei kostenlose Formate von mir, nämlich zwei Minikurse zum Thema Jazz, Improvisation und auch zum Thema nach Gehörspielen. Den Minikurs First Jazz und den Minikurs First Blues. Und auch dies kann ich dir sehr empfehlen, wenn du in diesem Bereich dich weiterentwickeln möchtest. Auch hier findest du den Link zu diesem Angebot unten in der Videobeschreibung. Ja, das war es also mit dem Video zum Thema Jerry Bergonzi und die Moll-Pentatonik. Schreibe mir gerne deine eigenen Erfahrungen in die Kommentare. Hast du diese Übung schon einmal gespielt? Und ja, improvisierst du schon mit der Pentatonik oder ist das noch neu für dich? Das interessiert mich wirklich sehr. Schreib das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Lasse gerne auch ein Like da. Das hilft mir hier auf YouTube noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Videos. Bis dahin und schöne Grüße.